Wenn es um den eigenen Körper geht, liebe Zuschauer, und die Gesundheit, dann hält sich ja bis heute so mancher Volksglaube besonders hartnäckig. Doch viele Behauptungen, die wiegen uns in falscher Sicherheit oder sind sogar gefährlich. Hinter manchem Medizinmythos steckt aber zumindest eine spannende Geschichte. Medizinmythen. Manche wiegen uns in falscher Sicherheit, andere alarmieren uns unnötig. Ob warmes Bier als Wunderwaffe gegen Erkältung, nächtliche Mahlzeiten, die angeblich gleich auf den Hüften landen, oder ein vermeintlicher Schaden für die Augen durch Lesen bei schwachem Licht. Professor Markus Flesch weiß, welche Mythen stimmen und welche nicht. Mythos 1. Lesen bei schwachem Licht schadet den Augen. Das glaube ich schon. Das ist ähnlich wie mit Fernsehgucken im komplett abgedunkelten Raum, weil sich die Augen zu sehr anstrengen müssen. Und man merkt ja selber, dass man davon müde wird und teilweise sogar Kopfschmerzen kriegt. Also ich denke, das ist schon wahr. Ja, das glaube ich auch, weil die Augen strengen sich da mehr an. Und ich glaube, wenn man sich da so zu stark anstrengt, dass es Schäden hinterher zieht. Ich denke schon, dass das stimmt, weil die Augen müssen sich ja viel mehr konzentrieren und auch fokussieren, so gesehen. Der Mythos stimmt nicht. Wir alle kennen das, dass man als Kind unter der Bettdecke liest und von der Mutter getadelt wird, die die Bettdecke wegreißt, das Buch wegnimmt und einen zum Schlafen schickt. Was stimmt ist, dass man bei dämmerigem Licht schneller ermüdet, wenn man liest, weil das Auge stärker arbeiten muss. Auf Dauer führt dies aber nicht zu einer Schädigung des Auges. Mythos 2 hört man gerade jetzt im Herbst wieder häufig. Warmes Bier hilft gegen Erkältung. Das glaube ich nicht. Ich denke, Bier ist nicht so gut für den Körper. Wenn man feiern geht, ist das ganz okay. Aber ich finde, wenn man erkältet ist, dann ist Tee vielleicht die bessere Variante oder einfach klares Wasser. Ich denke nicht, dass das stimmt, aber Bier hilft gegen viele andere Dinge. Ich denke schon, weil warmes soll ja angeblich helfen und vielleicht die Bakterien töten, aber Tee ist vielleicht doch besser. Ja, das stimmt. Gegen Erkältung, gegen grippalen Infekt gibt es kaum eine gute Medizin. Hier gibt es Hausmittel und dazu gehört auch der warme Alkohol. Jeder kennt Jagertee, Grog oder eben auch warmes Bier, was als Getränk zumindest vor dem Schlaf konsumiert, Symptome lindert. Für das warme Bier kommt hinzu, dass das Bier Bitterstoffe enthält, die möglicherweise zusätzlich symptomlindernd wirken. Um den Schluckauf ranken sich gleich mehrere Mythen. Unsere Nummer 3 ist, Luft anhalten hilft gegen Schluckauf. Nein, schon mehrfach probiert, bei mir hat es jedenfalls nicht geholfen. Hilft wirklich, weil du dann darüber nachdenkst und dann vergisst du automatisch den Schlucken. Das soll stimmen. Warum, weiß ich aber nicht. An dem Mythos ist tatsächlich etwas Wahres dran. Schluckauf kommt zustande, indem sich das Zwerchfell zusammenzieht und das macht dann den berühmten Hicks, indem man die Luft anhält. Beruhigt sich das Zwerchfell, möglicherweise auch dadurch, dass es unter Luftanhalten zu einer stärkeren Stimulation des dämpfenden Nervensystems, des Nervus vagus kommt und der Schluckauf verschwindet. Und damit man möglichst lange die Luft anhält, sollte man denken, entweder an die Freundin der letzten 10 Jahre oder an das Essen, was man in den letzten 3 Tagen zu sich genommen hat. Apropos Essen, darum geht's auch in Mythos Nummer 4. Nächtliche Mahlzeiten machen dick. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass nächtliche Mahlzeiten auf jeden Fall dick machen. Nörchen oder so sollte nicht schaden, aber ich finde, wenn man da sich jetzt ein Stück Pizza reinhaut, das sollte man doch vermeiden. Glaube ich nicht, weil es ist die Gesamtkalorienzahl. Es wahrscheinlich schadet es zum Verdauen oder es ist schlecht fürs Verdauen, aber es macht nicht dicker. Nein, stimmt nicht. Ich komme jeden Abend um 11 nach Hause, ich esse wie ein Weltmeister. Seit 5 Jahren, ich bin schlank. Der Mythos stimmt wahrscheinlich nicht, aber es wird immer wieder darüber diskutiert. Tatsächlich stimmt, für das Dickwerden oder Nicht-Dickwerden zählt die Kalorienaufnahme und der Kalorienverbrauch während des gesamten Tages. Wer in 24 Stunden viel isst, wird schneller dick als derjenige, wer wenig isst. Und wer sich viel bewegt und viel Kalorien verbrennt, hat eher eine Chance, schlank zu bleiben. Angebliche Gründe für Mythos Nummer 5. Weil die Äderchen in den Augen platzen oder es nicht gut für die Schleimhäute ist, soll man Niesen nicht unterdrücken. Definitiv nicht. Muss raus. Das glaube ich. Weil man sonst so einen Druck hat vielleicht und den man nicht unterdrücken soll und weil dann, naja, Gefäße platzen. Aber glaube ich einfach, soll man nicht unterdrücken. Tut ja gut, wenn man niest. Man sollte Niesen tatsächlich nicht unterdrücken. Ich meine, feine Gefäße könnten dabei reißen. Deswegen sollte man das Niesen tatsächlich nicht unterdrücken.
Das kleine Niesen darf man sicher unterdrücken, man sollte es auch, wenn man im Konzert oder in anderen Veranstaltungen sitzt. Aber wenn es zum richtigen, kräftigen Niesen kommt, muss man wissen, dass sich eine enorme Druckwelle von der Lunge ausgehend in den Nasenrachenraum ausbreitet. Und es gibt Hals-Nasen-Ohrenärzte, die sagen, wenn sich diese Druckwelle in das Mittelohr durchsetzt, kann sie auch auf das Trommelfell wirken und das Trommelfell zum Zerreißen bringen. Chefarzt Dr. Flesch schätzt die Medizinmythen. Manch medizinische Behauptung wurde bereits in der Forschung bestätigt. Mythen enthalten manchmal gute Volksweisheiten und man sollte sie nicht von vornherein abtun. Manchmal sind sie entstanden in einer Situation, wo es kein richtiges Wissen, keine richtige Antwort gab und man hat sich dann mit solchen Behelfsweisheiten geholfen. Von daher muss man sie natürlich überprüfen. In der normalen Medizin gilt übrigens auch, dass vieles, was heute als Wahrheit empfunden wird, morgen schon überholt wird und unser Wissen sich komplett verändert. Von daher darf man auch als Arzt nicht herablassend auf Volksweisheiten schauen. Wer also gleich eine Volksweisheit zum Thema Gesundheit als Humbug abtut, kann ziemlich daneben liegen. Denn an so manchem Mythos ist etwas Wahres dran.